Mit der neuen Familienkarte des Landes bekommen Familien ab jetzt besondere Vorteile, wie beispielsweise Vergünstigungen und Sonderaktionen. Vereine und Einrichtungen des Sports, der Kultur und auch des Umweltschutzes bieten so günstige Möglichkeiten an, um zum Beispiel ihr Angebot kennenzulernen. Der Landkreis Kaiserslautern ist neben Ludwigshafen die erste Kommune in Rheinland-Pfalz, in der dieses Projekt des Familienministeriums jetzt startete. Das landesweite Konzept sieht vor, dass mit der Familienkarte und der dazugehörigen Internetseite familienkarte.rlp.de eine Plattform für Familien geschaffen wird, auf der Unterstützungsangebote und Impulse zum Beispiel für nachhaltiges Leben kombiniert werden sollen. Die Familienkarte stellt einen Mehrwert dar und sei ein Zeichen der Wertschätzung für Familien in ihrer ganzen Vielfalt, so die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel. Also die Familienkarte hat zum Ziel, einerseits Angebote und Informationen bereitzustellen, aber gleichzeitig auch Vergünstigungen zu ermöglichen für Familien. Also sie soll rund um das Familienleben etwas besser machen und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Alltag von Familien zu erleichtern. Die Karte kann zurzeit bereits für über 140 verschiedene Angebote eingesetzt werden. Themengebiete sind zum Beispiel nachhaltig leben, Aktivitäten und Erlebnisse, Einkaufen und Beratung. Die ersten Kinder im Landkreis, die das Angebot jetzt testen, sind die Geschwister Zoe und Ryan Meuer aus Ramstein.